So, wie angekündigt, machen wir jetzt weiter mit Schadensrecht. Und zwar habe ich geplant, hier eine ganz kurze Wiederholung der Theorie einzubauen und dann eine ganze Menge von empirischer Evidenz Ihnen zu zeigen. Fangen wir erstmal mit der Theorie an. Ja, und je nachdem, wie meine Stimme heute durchhält, machen wir heute schon den ersten Teil der empirischen Evidenz. Oder erst nächste Woche. Aber jetzt erstmal ein bisschen Theorie. Ich beziehe mich hier, ich weiß nicht, ob Herr Wangenheim das hier letztes Semester benutzt hat. Ich beziehe mich hier auf ein Buchkapitel aus einem Buch von Douglas Baird und Robert Gardner. Es heißt Game Theory and the Law. Und da gibt es eigentlich ein ganz gutes Kapitel zu Schadensrecht aus spieltheoretischer Sicht. Und im Prinzip schauen wir uns die grundlegenden Erkenntnisse aus der ÖAR1 in Bezug auf das Schadensrecht einfach mal wiederholend an. Wie ich finde, in einer leicht vereinfachten Form. Wir schauen uns hier keine stetigen Niveaus an, sondern nur diskrete. Das heißt, wir können immer mit Matrizen arbeiten. Das macht das alles ein bisschen zugänglicher, finde ich. So, und das Setup, also das Beispiel, mit dem wir die ganze Zeit arbeiten werden, ist wie folgt. Wir haben zwei Akteure, einen Autofahrer und einen Fußgänger, wobei wir den Fußgänger Schädiger und den, nee, Quatsch, den Fußgänger nennen wir Geschädigter und den Autofahrer Schädiger. Warum in Anführungszeichen? Ja, warum in Anführungszeichen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht heben wir das fürs Tutorium auf. Jedenfalls kann zwischen den beiden Akteuren ein Unfall geschehen und bei diesem Unfall entsteht ein Schaden von 100 Euro. Und beide Akteure können sich entscheiden, vorsichtig zu sein oder nicht. Das sind die beiden Handlungsalternativen. Und ja, das Spiel ist deterministisch. Wenn einer von beiden unvorsichtig ist, dann geschieht der Wahrscheinlichkeit, wenn er nur wahrscheinlich, dann geschieht der Unfall mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Und wenn beide Akteure vorsichtig sind, dann geschieht der Unfall nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Ne? Also der Unfall lässt sich nie zu 100% vermeiden. Aber wenn beide unvorsichtig sind, dann geschieht der Unfall auf jeden Fall. Und vorsichtig sein kostet eben Geld. Kostet 10. 10 Euro. Euro ist die Einheit hier. So, und auf Basis dieser Angaben können wir jetzt untersuchen, welche Haftungsregeln mit welchen Anreizen verbunden sind. Fangen wir an mit den einfachsten zwei Regeln. Die erste ist keine Haftung. Nehmen wir also an, der Autofahrer Witten ist nie haftbar oder umgekehrt, der Fußgänger haftet immer. Wie sehen dann die Payoffs aus? Ja, wie sie sich ändern, um zu sehen, was sich hier für ein dezentrales Gleichgewicht einstellt, überlegen wir uns einfach, was denn die besten Antworten sind. Was sind denn hier die besten Antworten des Fußgängers auf die Aktionen des Autofahrers? Naja, der Fußgänger überlegt sich, wenn der Autofahrer keine Vorsicht spielt, dann entscheide ich zwischen 100 bei keine Vorsicht und 100, minus 110 bei Vorsicht. Und da gefällt mir doch besser die minus 100, das sind weniger Kosten. Und wenn der Autofahrer vorsichtig ist, dann entscheidet sich der Fußgänger zwischen minus 100 und minus 20. Da wählt er also die Vorsicht. Der Autofahrer wiederum, was ist seine beste Antwort, wenn der Fußgänger nicht vorsichtig ist? 0 oder minus 10? 0. Und die beste Antwort des Autofahrers, wenn der Fußgänger vorsichtig ist, da entscheidet er zwischen 0 und minus 10, wieder die 0. Und wir sehen, es gibt genau eine Strategienkombination, die eine jeweils gegenseitig beste Antwort darstellt, nämlich diese hier. Und das ist Das nennen wir das Nash-Gleichgewicht. Wir sehen also, dezentral in so einer Situation ist es für beide Akteure optimal, nicht vorsichtig zu sein.
Ist dieses dezentrale Gleichgewicht, dieses Nash-Gleichgewicht auch sozial optimal? Nein, denn die Gesamtkosten von minus 100 hier sind größer als die Gesamtkosten hier. Da wären sie nämlich nur minus 30. Ne? Das heißt, das ist eigentlich die gesellschaftlich wünschenswerte Situation. Als nächstes haben wir die Regel der strengen Haftung. Ist also quasi das Gegenteil. Hier ist der Autofahrer immer. Hier haftet der Autofahrer immer. Auch hier überlegen wir uns für den Fußgänger, was ist, wenn der Autofahrer keine Vorsicht walten lässt. Dann ist die beste Antwort des Fußgängers keine Vorsicht. Wenn der Autofahrer vorsichtig ist, ist die beste Antwort des Fußgängers keine Vorsicht, weil 0 besser als minus 10 ist. Für den Autofahrer gilt, wenn der Fußgänger keine Vorsicht spielt, dann ist für den Autofahrer auch keine Vorsicht besser oder die beste Antwort. Und wenn der Fußgänger Vorsicht spielt, ist die beste Antwort des Autofahrers vorsichtig sein. Und wir sehen, auch hier haben wir ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht, eine gegenseitig beste Antwort, nämlich keine Vorsicht, keine Vorsicht. Das ist die dezentrale Situation, das dezentrale Gleichgewicht, was sich ergibt. Und wiederum gilt, das ist nicht die gesellschaftlich optimale Situation, denn die ist wieder bei vorsichtig, vorsichtig, weil da die geringsten sozialen Kosten entstehen. So, wir sehen also, bei strenger Haftung und bei keiner Haftung haben wir zwar ein Nash-Gleichgewicht, aber nicht das sozial optimale. Jetzt gibt es noch eine andere Art der strengen Haftung, nämlich eine, bei der grundsätzlich der Schädiger haftet, außer der Geschädigte war fahrlässig. Ja, und das nennen wir strenge Haftung mit Mitverschulden des Geschädigten oder auf Englisch Strict Liability with the Defense of Contributory Negligence. Sehr komplizierter Ausdruck, müssen Sie nicht auswendig lernen. So, nochmal, was ist die Regel? Wir haben zwar eine strenge Haftung des Autofahrers, aber wenn der Fußgänger fahrlässig ist, dann haftet der Fußgänger auch. Okay? Heißt, die Regel könnte man so formulieren, wenn der Fußgänger vorsichtig ist, dann haftet auf jeden Fall der Autofahrer. Das ist der erste Teil der Regel hier. Und der zweite Teil der Regel ist hier. Ne? Das ist quasi die Klausel, wenn der Fußgänger aber fahrlässig ist, dann haftet der Fußgänger auch. Und das ist hier in der Payoff-Matrix wiedergespiegelt. Achso, bei den ersten beiden Regeln bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, wie die Payoffs zustande kommen. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Wir können das ja hier mal machen. Also, wenn der Fußgänger vorsichtig ist hier, haftet der Autofahrer auf jeden Fall. So. Wenn wir uns die Situation, wenn wir uns also unten links das Feld anschauen, da wird auf jeden Fall ein Unfall geschehen, weil nicht beide vorsichtig sind. Das heißt, entsteht auf jeden Fall ein Schaden von 100 und diesen Schaden von 100 trägt auf jeden Fall der Autofahrer, weil der Fußgänger vorsichtig war und der Fußgänger trägt nur seine Vorsichtskosten. Genau umgekehrt sieht es aus, wenn der Fußgänger nicht vorsichtig war, dann hat er nämlich Mitverschulden und trägt auf jeden Fall den Schaden, egal ob der Autofahrer vorsichtig oder nicht vorsichtig war. Und hier trägt der Autofahrer noch seine Vorsichtskosten und hier hat er gar keine Vorsichtskosten. Und schließlich rechts unten sehen wir, da entsteht ein Schaden von 10, ne? Denn wir haben eine 10% Unfallwahrscheinlichkeit. Und diesen Schaden trägt aber der Autofahrer, weil der Fußgänger ja kein Mitverschulden hat. Das heißt, der Autofahrer hat seine Vorsichtskosten 10 und nochmal die Kosten des Unfalls 10, also minus 20, und der Fußgänger hat nur seine Vorsichtskosten. So, wiederum überlegen wir uns jetzt hier, ob es ein Nash-Gleichgewicht gibt. Schauen Sie es mal kurz an. Okay. Für den Fußgänger die beste Antwort bei keine Vorsicht ist hier die minus 10. Und wenn der Autofahrer vorsichtig ist, ist die beste Antwort des Fußgängers wieder minus 10 hier unten bei vorsichtig sein. Für den Autofahrer gilt, wenn der Fußgänger keine Vorsicht spielt, ist die beste Antwort hier 0. Und wenn der Fußgänger vorsichtig ist, ist die beste Antwort des Autofahrers
minus 20. Das heißt, wir haben hier auf einmal durch diese Abänderung der strengen Haftung ein neues Nash-Gleichgewicht, nämlich bei vorsichtig, vorsichtig. Und das ist gleichzeitig auch das soziale Optimum. Denn hier haben wir die insgesamt niedrigsten Kosten, die da entstehen in der Situation. Ja, das heißt, dadurch, dass wir die strenge Haftung ein bisschen abgewandelt haben, sind wir zu einem Nash-Gleichgewicht gekommen, das auch sozial optimal ist. Schauen wir uns eine weitere Regel an. Bis jetzt hatten wir relativ extreme Haftungsregeln, keine und strenge Haftung, wo die Haftung also komplett auf einer Seite liegt. Natürlich kann man sich auch Fälle dazwischen vorstellen. Zum Beispiel gibt es verschiedene Arten der Verschuldenshaftung, auf Englisch Negligence Rule. In der einfachsten Form bedeutet Verschuldenshaftung ja lediglich, dass der sogenannte Schädiger nur haftet, wenn er nicht oder zu wenig vorsichtig war, also fahrlässig. Schauen wir uns hier direkt eine Abwandlung der einfachen Verschuldenshaftung an, nämlich die, bei der Mitverschulden des Fußgängers möglich ist. Auf Englisch ist das die sogenannte Negligence with a defense of contributory negligence. Auf Leo finden wir diverse Übersetzungen für contributory negligence, zum Beispiel mitwirkendes Verschulden oder mitursächliche Fahrlässigkeit oder schlicht und einfach Mitverschulden. Okay, also wir haben hier eine Verschuldenshaftung mit Mitverschulden. Und wie sieht diese Regel hier aus? Hierbei handelt es sich um eine Verschuldenshaftung, bei der der Schädiger der Haftung entgehen kann, wenn er beweisen kann, dass der Geschädigte fahrlässig war. Okay, also relativ ähnlich zu der strengen Haftung mit Mitverschulden, die wir eben hatten. Die Regel kann man auch so formulieren, wenn der Fußgänger vorsichtig ist und der Autofahrer fahrlässig, dann haftet der Autofahrer und der Fußgänger haftet entweder, wenn der Fußgänger fahrlässig ist oder der Autofahrer vorsichtig ist. Ne? Denn der Autofahrer haftet ja bei Verschuldenshaftung nur, wenn er fahrlässig war. Das ist der zweite Teil der Regel. Dann schauen wir uns wieder die Payoffs an. Wie kommen hier die Payoffs zustande? So, in der ersten Spalte ist der Autofahrer nicht vorsichtig, hat also, das, also wir haben also, das Verschulden greift also. Es entsteht ein wenn der Fußgänger vorsichtig ist und der Autofahrer fahrlässig, das ist genau hier oben dieser Teil der Regel, dann sind wir bei diesem Teil der Matrix. Fußgänger vorsichtig, Autofahrer nicht vorsichtig. Der Autofahrer ist fahrlässig und der Fußgänger ist vorsichtig. Der Autofahrer trägt den ganzen Schaden von 100 und der Fußgänger nur die Vorsichtskosten. Aber wenn der Autofahrer fahrlässig ist und der Fußgänger auch, dann haftet auf einmal der Fußgänger. Deswegen ist jetzt hier minus 100 und für den Autofahrer 0. So, und wenn der Autofahrer vorsichtig ist, dann haftet er nie. Das heißt, in der ersten Zeile haftet auf jeden Fall der Fußgänger, weil er da auch fahrlässig war. Der Autofahrer hat nur die Vorsichtskosten. Und wenn beide vorsichtig sind, trägt auch der Fußgänger die Unfallkosten und der Autofahrer nur seine Vorsichtskosten. Ne? Genau. Also die einzige Möglichkeit, wie der Autofahrer hier haftet, ist, wenn er fahrlässig ist und der Fußgänger nicht fahrlässig. Ne? Dann haftet der Autofahrer. Ansonsten haftet der Fußgänger. Und jetzt überlegen wir uns mal für hier das Nash-Gleichgewicht. Wir sehen beste Antworten für den Fußgänger einmal hier und eine beste Antwort für den Autofahrer einmal hier und
Hier ist er indifferent, also können wir beides benutzen. Ne, ist klar, wenn er indifferent ist, dann kann man auch beides als beste Antwort ankreuzen. Das heißt, bei dieser Art der Verschuldenshaftung, nämlich mit Mitverschulden, haben wir Nash-Gleichgewicht bei vorsichtig. Nash-Gleichgewicht bei vorsichtig, vorsichtig. Und auch hier gilt, dass das das soziale Optimum ist. Dann gibt es noch eine Art der Verschuldenshaftung, bei der die Haftung aufgeteilt wird, wenn beide Parteien fahrlässig gehandelt haben. Hier gibt es natürlich Spielraum für die, in Bezug auf die genaue Aufteilung der Haftung. Da schauen wir uns zwei verschiedene Formen an. Erstmal eine relativ extreme Aufteilung, und zwar extrem in dem Sinn, dass die Partei, die fahrlässiger war, einen überproportional hohen Teil der Haftung übernehmen muss. Und um diese sogenannte Comparative Negligence zu analysieren, müssen wir das simple Spiel etwas erweitern. Comparative Negligence heißt es üblicherweise auf Englisch. Auf Deutsch können wir es übersetzen als anspruchsmindernes Mitverschulden. So, es gibt jetzt nicht mehr nur keine Vorsicht oder genug Vorsicht, das waren die Fälle von eben, sondern auch etwas Vorsicht. Okay? Immer noch gilt, keine Vorsicht kostet nichts, aber jetzt gilt, dass Vorsicht 1 kostet, also etwas Vorsicht kostet eine Einheit und genug Vorsicht, also genug Vorsicht, um den Unfall zu vermeiden, kostet 3 Einheiten. So, was ändert sich noch am Spiel? Wenn beide Spieler gleichzeitig keine Vorsicht oder gleichzeitig etwas Vorsicht wählen, dann wird die Haftung hälftig aufgeteilt, denn beide waren gleich fahrlässig. Oder ja. Wenn ein Spieler keine Vorsicht spielt und der andere etwas Vorsicht, dann muss der unvorsichtige Spieler 99% des Schadens tragen. Und darin spiegelt sich wieder, dass es eben eine extreme, ein extremer Anteil der Haftung ist. Okay? Die Unfallkosten betragen wieder 100 Euro und die Unfallwahrscheinlichkeit ist jetzt 2%, wenn beide Parteien genug Vorsicht spielen, und ansonsten 100%. Also auch wenn beide etwas Vorsicht spielen, ist die Unfallwahrscheinlichkeit immer noch 100%. Wie sehen jetzt die Payoffs aus? Lohnt es sich wahrscheinlich auch hier im Detail durchzugehen, wie die Payoffs zustande kommen. So wie wir eben schon gesagt haben, wenn beide keine Vorsicht spielen oder etwas Vorsicht, wird die Haftung hälftig ausgeteilt. Das ist einmal hier, beide minus 50 und einmal hier, beide minus 51. Ne? Da kommen jetzt noch die Kosten von etwas Vorsicht dazu. Wenn beide genug vorsichtig sind, dann haben wir nur einen Schaden von 2, nämlich 2% von 100. Der Fußgänger trägt hier die Haftung. Warum? Wir haben ja eine Verschuldenshaftung. Ne? Das heißt, wenn der Autofahrer ist hier nicht fahrlässig gewesen in dieser Situation. Deswegen trägt der Fußgänger die Haftung. Okay. Dann haben wir hier noch den Fall, wo der Fußgänger genug Vorsicht spielt und der Autofahrer keine Vorsicht. Dann trägt der Autofahrer auf jeden Fall die gesamte Haftung und der Fußgänger nur seine Vorsichtskosten. Umgekehrt, wenn der Fußgänger keine Vorsicht spielt und der Autofahrer genug Vorsicht, das ist genau symmetrisch. Genauso ist es,
Wenn der Autofahrer genug Vorsicht spielt und der Fußgänger nur etwas Vorsicht, hat der Fußgänger leicht höhere Kosten. Genau symmetrisch ist es hier. Autofahrer etwas vorsichtig und Fußgänger genug vorsichtig. Und die interessanten Fälle sind jetzt die übrigen zwei. Da kommt jetzt die proportionale Aufteilung der Haftung zustande, nämlich wenn der Fußgänger etwas vorsichtig war und der Autofahrer nicht vorsichtig, dann entsteht zwar auf jeden Fall der Schaden. Genau, dann entsteht auf jeden Fall der Schaden. Aber die Partei, die fahrlässiger war, trägt 99% des Schadens. Okay, und das ist hier die 99 vom Autofahrer. Er hat keine Vorsichtskosten gehabt. Und der Fußgänger trägt nur 1% des Schadens plus seine Vorsichtskosten. Ne? Macht minus 2. Umgekehrt haben wir hier genau die gleiche Situation. Der Fußgänger war gar nicht vorsichtig, deswegen trägt er 99% der Haftung und der Autofahrer war etwas vorsichtig, deswegen trägt er nur seine Vorsichtskosten 1 plus 1% des Schadens 1. Macht 2 minus 2. Okay, so kommen die Payoffs zustande. Jetzt überlegen wir uns, haben wir hier ein Nash-Gleichgewicht? Machen wir erst den Fußgänger. Wenn der Autofahrer keine Vorsicht spielt, was ist dann die beste Antwort des Fußgängers? Minus 2. Wenn der Autofahrer etwas Vorsicht spielt, ist die beste Antwort des Fußgängers genug Vorsicht. Und wenn der Autofahrer genug Vorsicht spielt, ist die beste Antwort des Fußgängers auch genug Vorsicht. Umgekehrt, wenn der Fußgänger keine Vorsicht spielt, ist die beste Antwort des Autofahrers minus 50. Wenn der Fußgänger etwas Vorsicht spielt, ist die beste Antwort des Autofahrers etwas Vorsicht. Und wenn der Fußgänger genug Vorsicht spielt, was ist dann die beste Antwort des Autofahrers? Da ist er indifferent und deswegen können wir hier mal alle drei anstreichen. Ne? Denn wenn er indifferent ist, kann man jedes als seine beste Antwort interpretieren. So, und wir haben genau eine Strategienkombination, die die gegenseitig beste Antwort ist, nämlich hier bei genug Vorsicht, genug Vorsicht. Und ja, man sieht auch sofort, dass es auch hier die sozial optimale Situation darstellt, ne? Mit den geringsten gesellschaftlichen Kosten. Ups. Okay. Und so wie wir das jetzt dargestellt haben, ist das natürlich eine sehr extreme Haftungsaufteilung, auch wenn es zu einem sozial optimalen Nash-Gleichgewicht kommt. Und in Lehrbüchern wird die Comparative Negligence aber oft mit proportionalem Haftungsanspruch dargestellt. Und nach so einer Regel sollte eine fahrlässige Partei also nur einen Anteil der Haftung übernehmen, der proportional ist zu dem Betrag, den sie hätte zusätzlich aufwenden müssen, um nicht mehr fahrlässig zu sein. Und wie sowas aussehen kann, haben wir hier abgebildet. Genau, also an sich ist das das gleiche Spiel, bloß dass jetzt proportional die Haftung aufgeteilt wird. Also gehen wir die Payoffs nochmal durch. Wenn beide unvorsichtig sind, wird hälftig aufgeteilt. Wenn beide etwas vorsichtig sind, wird auch hälftig aufgeteilt. Und wenn beide genug vorsichtig sind, trägt der Fußgänger die Haftung, weil der Autofahrer kein Verschulden hat. So, dann die einfachen Fälle. Wenn der Autofahrer fahrlässig war und der Fußgänger genug Vorsicht gespielt hat, dann trägt der Autofahrer die gesamte Haftung und der Fußgänger nur seine Unfallkosten und ganz symmetrisch sieht es hier oben rechts aus, wenn der Fußgänger keine Vorsicht und der Autofahrer genug Vorsicht gespielt hat. Und genauso wie vorhin ist es auch, sieht es auch aus, wenn der Fußgänger genug Vorsicht spielt und Autofahrer nur etwas Vorsicht, dann trägt der fahrlässig war, die gesamte Haftung.
symmetrisch. Der symmetrische Fall ist hier, wenn der Fußgänger nicht genug vorsichtig war und der Autofahrer genug vorsichtig. So, aber die eigentlich spannenden Fälle sind ja jetzt die zwei übrigen. Und wie kommen die Payoffs jetzt hier zustande? Wir haben also die Situation, wo der Fußgänger etwas vorsichtig war und der Autofahrer gar nicht vorsichtig. Und jetzt wird eben proportional aufgeteilt. Der Fußgänger hat aufgewendet 1 Euro zur Vorsicht. Das heißt, ihm hätten noch 2 gefehlt, um nicht mehr fahrlässig zu sein. Okay, 2 hätten ihm... dem Fußgänger fehlen noch 2, um nicht mehr fahrlässig zu sein. Und dem Autofahrer, der hat nichts aufgewendet. Das heißt, ihm fehlen noch 3. Okay? Um nicht mehr fahrlässig zu sein. Genau. Und jetzt, und daraus, und wenn man das eben in Relation setzen, dann können wir eben sehen, dass die Haftung 2 zu 3 zwischen Fußgänger und Autofahrer aufgeteilt wird. Okay? Der Schaden von 100, der hier also entsteht, wird im Verhältnis 2 zu 3 aufgeteilt. Also trägt der Fußgänger 40 plus seine Vorsichtskosten und der Autofahrer 60 von den 100. Okay? Umgekehrt, genau umgekehrt und symmetrisch ist es in dem Fall, wo der Autofahrer etwas vorsichtig ist und der Fußgänger gar nicht vorsichtig. Ne? Da trägt der Fußgänger den höheren Teil, nämlich den höheren Teil von, von diesem Zweidrittelverhältnis. Zweidrittel stimmt jetzt aber nicht, oder? Doch. 2 zu 3, ja doch, kommt hin. Ne? Und der Autofahrer den geringeren Teil. Wir haben also nicht mehr so eine extreme Aufteilung von 1% zu 99%, sondern 2 zu 3 Verhältnis. Oder eben hier hochgerechnet 40 zu 60. Und ja, können sich vorstellen, was jetzt hier als Nährgleichgewicht rauskommt. Können wir ganz schnell sehen. Wenn der Autofahrer keine Vorsicht spielt, haben wir hier eine beste Antwort. Wenn der Autofahrer etwas Vorsicht spielt, haben wir hier unten die beste Antwort. Wenn der Autofahrer genug Vorsicht spielt, dann ist auch hier eine beste Antwort vom Fußgänger. Das heißt, der Fußgänger hat auf jeden Fall eine dominante Strategie hier, nämlich immer genug Vorsicht zu spielen. Für den Autofahrer gilt, wenn der Fußgänger nicht vorsichtig ist, seine beste Antwort hier. Wenn der Fußgänger etwas Vorsicht spielt, seine beste Antwort hier. Oh, vielleicht habe ich es eben falsch erklärt. Anyway, wenn der Fußgänger genug Vorsicht spielt, dann ist die beste Antwort des Autofahrers hier. Und wiederum sehen wir, wir haben hier eine dominante Strategie für den Autofahrer, nämlich immer genug Vorsicht spielen. Und beide spielen genug Vorsicht im Nash-Gleichgewicht und das ist auch das sozial optimale Ergebnis. So, und jetzt haben wir gesehen, beide Regeln, die extreme wie auch die proportionale Form des Mitverschuldens, der Comparative Negligence, beide führen zu einem sozial optimalen Nash-Gleichgewicht, aber können sich vorstellen, warum das Proportionale vielleicht ein bisschen besser ist. Eine Sache ist natürlich Gerechtigkeitsempfinden, das ist eben so eine extreme Regel kann als ungerecht empfunden werden, auch wenn sie effizient ist.
Und ein anderes Problem ist, dass bei der extremen Haftungsaufteilung die Akteure nicht systematisch für zusätzliche Vorsorge belohnt werden, ne? Und dementsprechend auch nicht die richtigen Anreize dafür gibt. Effizient ist ja eine Haftungsregel, die zusätzliche Vorsorgeausgaben überproportional belohnt, bis die optimale Vorsorge erreicht ist, ne? Und hier bei der proportionalen Version sehen wir ja, dass genug Vorsicht spielen die dominante Strategie ist für beide Spieler. Gehen wir nochmal zurück, wie es denn bei der extremen Version von der Comparative Negligence war. Okay, Maus, wo ist die Maus? Da. Oh, Stift war falsch rum. So, nochmal. Vielleicht ist es jetzt besser. Also, der Autofahrer spielt keine Vorsicht. Die beste Antwort des Fußgängers ist etwas Vorsicht. Der Autofahrer spielt etwas Vorsicht. Die beste Antwort des Fußgängers ist genug Vorsicht. Der Autofahrer spielt genug Vorsicht. Die beste Antwort des Fußgängers ist genug Vorsicht. Der Fußgänger spielt keine Vorsicht. Die beste Antwort des Autofahrers ist etwas Vorsicht. Der Fußgänger spielt etwas Vorsicht. Die beste Antwort des Autofahrers ist genug Vorsicht. Und wenn der Fußgänger genug Vorsicht spielt, ist die beste Antwort des Autofahrers genug Vorsicht. Ne? Das habe ich eben, glaube ich, falsch erklärt. Da habe ich gesagt, dass der Autofahrer indifferent ist. Okay, aber nichtsdestotrotz haben wir hier das Nash-Gleichgewicht bei genug Vorsicht, aber wir haben eben nicht, dass genug Vorsicht die dominante Strategie ist. Okay? Und das ist eben ein Argument für die proportionale Version der Comparative Negligence. Okay, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann fangen wir noch ein bisschen mit der empirischen Evidenz an, aber viel Stimme habe ich nicht mehr übrig. Gleich geht es also weiter mit der empirischen Evidenz.